begrüße ich ganz herzlich. So, ich schiebe hier ein bisschen nach hinten. Ich bin mich gerade am Fertigmachen. Ich habe hier meinen Spiegel und mein Glätteisen, ein bisschen Schminke. wir werden heute kurz zum Ikea fahren, der Papa und ich, weil heute haben in Österreich wieder die Geschäfte offen, seit, ich glaube, 2,5 Wochen oder so, waren jetzt zu. Und wir müssen ganz dringend zum Ikea. Ich hoffe, dass kein großer Ansturm ist, weil wir müssen was zurückgeben und wir brauchen eine Matratze für die Luisa. Ja, weil die Lara schläft ja auch bei uns zurzeit im Familienbett und jetzt schlafen wir halt zu viert. Wenn das Baby dann kommen sollte, dann ist nicht mehr wirklich viel Platz für noch ein Baby. Also würde sich natürlich schon ausgehen, wäre natürlich alles sehr eng. Und die Lara schläft ja auch erst seit kurzem bei uns. Das hat sich irgendwie so, ja, seit dem Lockdown eigentlich, dass sie dann mal bei uns geschlafen hat und dann darf ich nochmal und so. Ja, hat sich das dann jeden Tag dann wiederholt und jetzt findet sie das traurig, wenn sie alleine zurückgehen muss ins Zimmer. Und wir haben gesagt, wir nutzen dann gleich die Chance, auch die Luisa auszuquartieren sozusagen. Dann haben die zwei Mädels ihr eigenes Zimmer. Das war ja damals auch so bei Michelle und Lara. Die haben sich auch eine Zeit lang ein Zimmer geteilt als Michelle. Die Michelle war, glaube ich, so ja, 7, 8 herum und die Lara 3. Da haben sie sich auch eine Zeit lang ein Zimmer geteilt, bis dann die Michelle mit 10 nach unten gezogen ist in ihr eigenes Zimmer. Ja, na gut, mein Lieben, ich werde mich jetzt auf jeden Fall schnell schminken im Schnelldurchlauf. Fertig geschminkt und meine Haare habe ich noch geglättet. Jetzt müssen wir kurz zum Papa ins Büro und mal gucken, wie weit er schon ist, weil dass wir dann gleich losfahren. Jetzt mit Kian das mal erledigen und ich würde sagen, let's go. So, Papa, wie schauen wir aus? Und was machst du jetzt? Toll. Ich hab gedacht, du machst das Video. Ich mach schon das Video, aber was jetzt machen wir jetzt noch nicht das Paket? Eben. 58%. Okay, dann mach ich schnell ein Thumbnail. Schaut's ja aus. So, Mr. Rotbart. Ja. What happened? Mir ist so schlecht. Jetzt kannst du Englisch. Ich habe kein einziges T-Shirt mehr, was über den Bauch geht. So, meine Lieben, währenddessen die Mama am Computer was arbeitet und wurde von Hunger gepackt. Lass jetzt mal weiter arbeiten. Und wir gehen gemeinsam in der Küche und wir machen für Mama wieder einen Toast. Aber ich will ein Toastbrot. Also Toastbrot, aber ja, mit, okay. Mit Philadelphia, bitte. Okay. Eins. Okay. Mach halt zwei, weil der Patrick ist auch sicher. Okay. Falls ich da eins. Mach gleich drei, weil wer weiß vielleicht. Aber der Toast hat nur zwei Schlitze. Dann kommt die Mama mit ihrem großen Bauch. Sagt, Sophie will auch ein Toast. Was ist das denn? Machst du auch ein Toast mit Philadelphia? Machst du auch ein Toast mit Philadelphia? Wieder ohne Philadelphia. Aber die Hose musst du ausziehen, gell? Jetzt im Video? Nein, aber. Sie ist doch klug, das Ding.
Aber ich habe Hunger. Schön gut, dass es sowieso klug ist. Komm, bitte einfach, dass wir den Toast machen. Du bist nur einfach so, und du willst, dass ich mit dir keine Zeit verbringe. Das stimmt nicht, aber mir ist wirklich schon kotzübel verschlecht. Sophie hat schon gefrühstückt. Ich nicht. Ja, diese Show. Na gut. Wenn ich dir aber auch zum Essen bringe, machst du auch so wie die Sophie. Wenn du es willst. Auch so auf dem Rücken mit dem. Ja. Okay. Was ist jetzt in der Küche hier? Schönheitsstudio oder was? Ja, Moment, ich werde es dann nicht. Ah, Wahnsinn! Das hier für die Sophie. Jetzt schon. Wieso bleibt das Scheiße nicht? Bleibt es nicht angesteckt. Natürlich ist das nicht angesteckt. Na so eine Sch***. Ah, jetzt geht. Aber nicht. Tut mir leid, woher soll ich wissen, dass das nicht angesteckt ist? Und die Sophie will ständig nur bei mir. Extrem. Sie braucht Papa. Und du bist überhaupt nicht. Ja, und ich habe gar keine Lust auf so viel. Wer hat das Portavoce hingestellt, hä? Portavoce. Den Test von Mama ist schon fertig. Ja, der Kühlschrank. What? Was ist mit mir heute verkehrt? Das ist ja der Herd, das Herd. Der Herd. Der Herd der Ringe. Na gut, ich mach schnell das Brot für Mama, weil vielleicht springen wir gleich im Hals vor Hunger. Also wenn ich am Hals gebissen bin, dann wisst ihr warum. Es ist, weil ich mich mit dem Toast nicht beeilt habe. Sophie, was ist heute mit dir? Willst du mir vielleicht was sagen? Emmy, machst du mir was sagen? Hm? Muss dein Papa was sagen? Wieso schaut sie mich beide so komisch an? Hä? Alles okay mit euch zwei? Sieh mit euch, ihr macht mir Angst. Was macht sie beide da? Wollt ihr dem Papa was sagen?
Emi? Ich liebe diese Nase so. Emi? Emi, schau. Emi. Na gut, Mamas Essen ist fertig. Wollt ihr mir helfen, Mamas Essen rüberzubringen? Sophie, bringst du sie? So, Mama, Futter ist fertig. Thanks. Yeah. Das war aber nicht in der Bestellung drin. Entschuldigung, die wollen mein Toast. Ach so, das ist das, was die auch von mir die ganze Zeit gewollt haben. Mein Gott. So, meine Lieben, wie ihr seht, haben wir es auch aus dem Haus rausgeschafft, endlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Ikea, sind eh schon bald da. Ja, und ich hoffe, dass nicht so viel los sein wird. Was glaubst du? Kritisch. Ja, wir haben so... schon viel los sein, aber nicht so gut. Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja einen Weg. Zack, 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 raus. Also es gibt hier kein Bummeln oder so, da habe ich hier gar keinen Bock drauf und gar keine Energie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute schon zwei stärkere Wehen gehabt. Ich glaube, das sind immer nur Senkwehen, aber ich kann jetzt nicht so lange herumgurken und dann mit Maske noch zusätzlich und heute ist mir besonders schlecht. Ich weiß nicht, gestern war mir auch schon am Abend schlecht und heute auch seit dem Aufwachen ist mir dauerhaft einfach übel, egal ob ich was esse oder nicht. Das ist aber so ein unangenehmes Gefühl. Du hast immer ein bisschen Angst. Du hast immer am meisten Angst. Du hast wahrscheinlich mehr Angst als ich. Vor was hast du denn wieder Angst? Vor Geburt. Ich war kein Baby aus meinem Körper raus, aber naja. Ich bin live dabei. Mann, und die haben immer nicht die Tasche gepackt, aber heute müssen wir sie packen. alle fragen mich, warum ich so entspannt bin mit der Tasche. Ich bin nicht entspannt, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich hab, immer ist irgendwas zu tun bei uns und deswegen, ja. Vielleicht ist es noch nicht die Zeit. Vielleicht ist auch noch nicht die Zeit, genau. Wir haben ja noch 30 Tage, ne? Oho, da war sogar Urlaub, Mann. Naja, mal schauen. Wir haben es geschafft. Durch das, dass wir etwas in der Rückgabe hatten, sind wir sehr schnell reingekommen und sind an der Schlange vorbei. Bye bye. Aber im Ikea selbst ist nicht viel los, was gut ist, aber draußen ist eine fette, lange Schlange. Voll krass. Ja, jetzt gucken wir ein bisschen wegen einem Bett oder ja, wir haben ja schon eine Matratze, die wollten wir zurückgeben, die konnte aber nicht zurückgenommen werden. Jetzt überlegen wir, was gescheiter ist, ein Bett zu kaufen. 160, der andere war 140, oder? 140, und das ist ja das. Zu Hause haben wir auch ein 70x160 Bett. Das ist das Bett, was wir zu Hause haben. Das ist das Bett, das ich zu Hause habe? Ja, genau. Federholzrahmen. Was ist Federholzrahmen? Was meinen die damit? Federholzrahmen. Rinde wahrscheinlich. Achso, okay. Das, okay. Schaumatratze, 40 Euro. 13 Euro. Das bräuchten wir auch oder haben wir das noch? Ja. Diese Lattenrost. Okay. So, meine Lieben, wir sind fertig. Boah, wir schauen meine Haare heute aus. Sie stehen also. Ja, also beim Ikea war das so, wir konnten die Matratze, die wir mitgenommen haben, leider nicht zurückgeben. Das ist die Matratze, die Luisa beim Hausbett hatte. Ich hatte gedacht, man kann sie zurückgeben. Die Luisa hat in ihrem Hausbett nie geschlafen. Die Matratze ist quasi ungenutzt und hat aber doch ziemlich viel gekostet. Und wollten sie einfach jetzt zurückgeben, geht aber nicht. Ja, okay. Deswegen haben wir jetzt eine Matratze fürs Bett, fürs andere Bett gekauft, fürs 70x160 Bett. Das sind 70x140 Matratze, also die 20 cm. Haben wir alles erledigt. Und wie gesagt, beim Ikea war das jetzt ziemlich entspannt, weil wir ein Ticket hatten. Also, wenn wir kein Ticket gehabt hätten, hätten wir uns an diese fette Schlange anstellen müssen. Und die war echt lang. Durch das, dass wir aber über die Rückgabe reingekommen sind, hatten wir VIP-Ticket. Ja, und bei der Rückgabe waren echt nicht viele Leute. Ich hätte da gedacht, dass da jetzt voll viele Leute sind mit irgendwelchen Sachen. Ja. So wirklich, wir waren sofort dran. Und im Ikea war es super entspannt. Weil der war nicht so voll, bei der Kasse war nichts los. Also die sollten... Das stimmt schon, wir sind zur Kasse gegangen und wir waren niemand von uns. Ja. Normalerweise wartest du immer. Immer.
Aber stell dir mal vor, Kassa, kurz bevor der Lockdown wieder durchgesetzt wurde, wo die Leute zum Streiten angefangen haben an der Kasse, das war dann ja anders. Deswegen war es ziemlich entspannt. Also. So, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause und sind gerade ein bisschen am Essen. Ich habe mir so Thunfischaufstrich gemacht. Mega lecker. Die Kinder essen Wedges. Heute muss es sehr schnell gehen. Hier haben wir Wedges gemacht. Und Papa macht jetzt noch Fischstäbchen, oder? Aber jetzt auch Wedges. Sophie! Auf jeden Fall haben wir die Sachen gekauft und später dann werden wir sie aufbauen. Wir essen jetzt mal in Ruhe. Nein, nein, warte, ich mach los. Wir sind in Ruhe. Wir sind ja wärme im Hintergrund, du hast keine Batterie mehr. Ach gut, ja. Na gut, wir melden uns dann später, oder? Wir zeigen mal schon, bauen wir das Bett heute noch auf? Ja, es kommt drauf an, wenn ich nach Hause komme. So, meine Lieben, der Papa ist in der Physio. Das ist kein Platz mehr. Eine auf linke Seite. Ah, bitte. Eine rechts, eine links. Ja, der Papa ist Physio und ich bin hier mit den zwei Kleinen in der Wanne. Also, ich bin hier als... Hey, ihr seid zu laut. Ich kann hier nicht reden. Auf jeden Fall habe ich mein Laptop hier dabei. Ich werde ein bisschen am Planer weiterarbeiten. Und wenn der Papa von der Physio wiederkommt, dann machen wir das Zimmer. Die Lara ist schon fertig. Der Papa ist jetzt auch schon wieder zu Hause und zieht jetzt schnell die Luisa an. Währenddessen machen wir Laras Haare schön. Es war viel drin. Sagst du jedes Mal. Wenn dann wenig drin sein wird, dann wirst du sagen, voll wenig drin. Wenn du bis da ist oder da. Okay. Weil meine Nägel müssen auch ein bisschen geschnitten werden. Okay, aber du nicht. Willst du noch Nägel knabbern? Wieder? Sicher? Mhm. Ich bin ja auch. Ich will ein bisschen mein Ohr beten. Entschuldigung, Sophie. So, meine Lieben, die Mädels sind fertig geföhnt und ich mache jetzt unser Abendessen. Und zwar habe ich geplant, heute salzige Pfannkuchen, also Palatschinken, sagen wir in Österreich. Und Pfannkuchen sagt man, glaube ich, in Deutschland. Auf jeden Fall mache ich so salzige für uns mit so Lachs. Und für die Kinder mit Schinkenkäse. Das ist urlecker. Das haben wir in Paris mal gegessen. Es schmeckt nach also so salzige Crepe. Und dann als Nachspeise können wir auch noch ein paar mit Nutella und so essen. Ja, mittlerweile sind wir so weit, dass der Papa das Bett anbaut. Patrick! Hier schaut's ja, aus. Ja, das Geschirrspüler, ich brauch dich kurz. Welche Geschirrspüler? Er macht den Geschirrspüler, du hast ihm gesagt, er soll Geschirrspüler. Ja, aber ich hab gesagt, kannst du Geschirr... Er ist abgehauen. Er kann jetzt nicht. Stelle, was machst du? Kannst du mir bitte helfen? Ich muss dich glauben. So eine Ratte, keine, hä? Wer ist in die Küche? Patrick, komm schon. Patrick kann am besten chillen, oder? Mal, wer happy in ihrem neuen Bettchen ist. Ich bin besser bei mir gekehrt. Als ich noch vier war. Ja. Oder alles. Als du noch drei warst. Ah, ja. Guck, guck. Ja. Hi, wo ist die kleine Luisi? Guck. Können wir jetzt Palatschinken essen? Guck, guck.
Na kommt's. So, wir haben uns jetzt endlich hier in der Küche versammelt. Was willst du? Die Michelle will nicht mitessen, weil die hat vorhin Toast gegessen. Deswegen, ja. Esst ihr jetzt eine Variante mit Lachs, Papa? Okay, ich probiere mit Lachs, danach werde ich Entschuldigung, ich habe den Lachs. Sorry, Baby. Die Mayonnaise auf den Fuß. So, die Kinder wollen, die Kleinen wollen mit Nutella, Papa, die Banajinken. Kannst du schmieren mit Nutella für die Kleinen? Die Luisa ist wie ein kleines Wow-Wow. Ciao, Papa. Hey, wir könnten den Adventkranz anzünden. Ja, wir haben nur die Kerze, bitte. Mama. Bitte nur die Kerze anzünden. Ich habe kein Feuerlöscher. Lara, ich habe dir eine mega leckere Schokoladenpalatschinken gemacht. Okay. Bevor wir jetzt vom Vlog verabschieden, wollte ich noch ein Update geben. Und zwar die Luisa und die Lara schlafen in ihren Zimmern. Und vor allem für die Luisa ist es ein Highlight, weil die hat noch nie ohne uns geschlafen. Alleine, ja, das stimmt. Und jetzt liegt sie in ihrem neuen Bett. Aber ich bin jetzt bei ihr gelegen, solange sie eingeschlafen ist. Ich bin schon längst eingeschlafen. Ich war auch kurz davor. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das läuft in der Nacht, ob sie uns ruft oder. Aber sie wacht in der Nacht meistens. Nein, nicht. Nicht. Aber du weißt ja nicht, wenn sie in der Nacht wach wird und uns sieht, neben ihr, dass sie dann beruhigt wird. Kann sein, aber vielleicht spürt uns mit ihren Beinchen und Fäuste. Ja, gut, mein Lieben, wir werden uns jetzt aber wirklich vom Vlog verabschieden. Ich bin schon müde. Ich auch. Wir werden jetzt schlafen. Gute Nacht. Tschüss.